In diesem Tutorial werden wir uns ein bisschen umständlicheren, aber leider notwendigen Verfahren zu lösen von linearen Gleichsystemen, und zwar die Cramersche Regel. Bevor wir zu den Beispielaufgaben gehen, einen kleinen einführenden Teil. Bereits bekannt sollte sein, wie ein lineares Gleichsystem aussieht. Den kann man auch anders darstellen, und zwar als Matrixgleichung. Also, was wurde hier gemacht? Die Xer aus den jeweiligen Zeilen wurden rausgenommen und als Spaltenvektor x1, x2 und x3 geschrieben. Und das Ganze ergibt dann einen weiteren Spaltenvektor 0, 3, minus 7. Allgemein kann man das auch schreiben als Matrixgleichung: a mal Spaltenvektor x ist gleich Spaltenvektor b. Es gibt auch bestimmte Rechenregeln mit Matrizen, die man kennen muss, bevor man die Cramersche Regel anwenden kann. Als erstes. Wenn wir A als eine N-Mann-N-Matrix definieren, dann ist unser lineares Gleichsystem, was wir vorher angeschaut haben, A mal X gleich B, nur dann eindeutig lösbar, wenn die Determinante von A verschieden von 0 ist. Wir erinnern uns, Betrag von A ist eine mögliche Darstellung für die Determinante einer Matrix. Und natürlich setzt das auch voraus, dass ihr in der Lage seid, die Determinante einer Matrix zu bestimmen. Zweitens. Wenn A eine N-Mann-N-Matrix ist, dann besitzt der Lösungsvektor x genau n Lösungen. Also es gibt so viele Lösungen wie Zeilen oder Spalten in der Matrix. Die einzelnen Lösungen werden mit folgender Formel berechnet. Xi ist gleich Determinante von Ai durch Determinante von A für i von 1 bis n. N ist wieder die Dimension der Matrix. Also zum Aufbau der Formel. Determinante von A in Nenner ist ja klar, normalerweise haben wir es auch davor ausgerechnet. Und Determinante von AI, AI sind einzelne Matrizen, die aus A entstehen, wenn man die i-te Spalte durch B ersetzt. Das bedeutet, wir nehmen jede einzelne Spalte und ersetzen es durch den Lösungsvektor. Anhand des nächsten Beispiels werden wir gleich sehen, was damit genauer gemeint ist. Für den Anfang habe ich ein sehr leichten linearen Gleichsystem mit zwei Unbekannten ausgewählt. Ist, glaube ich, besser geeignet für den Einstieg. Also, was haben wir vorher erzählt? Und zwar als erstes bestimmen wir die Determinante der Matrix A. Also, das hier ist die Matrix A. Und wir erinnern uns, die Determinante einer 2x2 Matrix wird ganz einfach ausgerechnet. Und zwar 2x4 minus 1x2. Also, 8 minus 2 sind 6. Die Determinante ist verschieden von 0, daher ist das lineare Gleichsystem eindeutig lösbar. Jetzt, wie bilden wir unser A1 und A2? A1 ist die erste Matrix, die entsteht, wenn wir den Lösungsvektor hier hinten mit dem ersten Spaltenvektor, also dieser hier, ersetzen. Also, dann wäre praktisch A1 nichts anderes als minus 2, minus 13. Und 2 und 4. Jetzt brauchen wir noch die Determinante von A1, also mit der gleichen Taktik wie oben. Minus 2 mal 4 und dann minus minus 13 mal 2. Also vorne haben wir minus 8, hinten plus 26, kurz gesagt, es sind 18. Dann A2. Wir setzen jetzt die zweite Spalte in unser Vektor, also die hier mit unser Lösungsvektor von hinten. Dann haben wir 2, 1 und minus 2 und minus 13. Somit ist die Determinante von A2 2 mal minus 13 minus 1 mal minus 2. Also minus 26 plus 2 sind natürlich minus 24. Und jetzt zu unseren zwei Lösungen. x1 ist ja nach der Formel, die wir vorher angeschaut haben, Betrag oder Determinante von a1 durch Determinante von a. Kurz gesagt, 18 geteilt durch 6 sind natürlich 3. Und x2 ist Determinante von a2 durch Determinante von a. Also haben wir minus 24 geteilt durch 6, also minus 4. Das ist unsere Lösungsmenge, also x1 ist 3 und x2 ist minus 4.
Der Rechenaufwand bei dem ersten Beispiel hat sich in Grenzen gehalten, weil wir nur ein lineares Gleichsystem mit zwei Unbekannten hatten. Diesmal haben wir ein lineares Gleichungssystem mit drei Unbekannten. Also schauen wir uns nochmal das Ganze genau an. Natürlich bilden wir als allererstes die Determinante der Matrix A hier vorne. Also det A. Und dafür werde ich die Regel von Sarrus benutzen. Es ist in diesem Fall die schnellste Variante. Alternativ könnte man natürlich auch noch andere Sachen benutzen, wie zum Beispiel Laplace'sche Entwicklungssatz oder so. In diesem Fall würde es deutlich mehr Zeit kosten. Schon aufwendig genug. Also, ich schreibe die ersten zwei Spalten dahinter und dann legen wir es mal los mit der positiven Richtung. Also, an dieser Stelle kommt dann 5 raus. Dann hier haben wir plus 3. Hier haben wir plus 32 und dann die negative Richtung. Da haben wir minus 12, dann nochmal minus 4 und am Ende nochmal minus minus 10. Rauskommen tut in diesem Fall 42. Das ist dann natürlich verschieden von 0. Also dadurch ist das LGS eindeutig lösbar. Jetzt können wir loslegen und die einzelnen Determinanten bilden oder ausrechnen. Als erstes A1. Also für A1 ersetzen wir die erste Spalte hier mit unser Ergebnisvektor von hinten. Und statt 1, 2, minus 3 haben wir dann 0, 3, minus 7. Und die anderen zwei Spalten werden natürlich unverändert abgeschrieben. 4, minus 1, minus 5. Und dann wieder mit Sarrus das Ganze ausrechnen. Ich gebe jetzt hier an der Stelle ein bisschen Gas, damit wir nicht die Zeit vergolden. Also, positive Richtung ist natürlich hier 0, dann plus 7 und plus 48 minus die negative Richtung, dann 28, 0 und die letzte Runde minus minus 15. Rauskommen tut ebenfalls 42. Dann die zweite Determinante. Diesmal ersetzen wir hier die zweite Spalte durch unser Ergebnisvektor. Also die erste bleibt unverändert, 1, 2, minus 3. Dann haben wir 0, 3, minus 7 und 4, minus 1 und minus 5. Schreiben die ersten zwei Spalten wieder dahinter. 0, 3, minus 7 und los geht's wieder mit der positiven Richtung. Also, in diesem Fall haben wir erstmal minus 15, dann 0, dann minus 56, dann die negative Richtung, minus 36, minus 7 und selbstverständlich 0. Beim Zusammenfassen rauskommen tut minus 42. Und die letzte Determinante für A3. An dieser Stelle setzen wir natürlich die letzte Spalte hier oben. Also die ersten zwei werden einfach wieder nur abgeschrieben. Und die letzte ist dann 0, 3, minus 7. So. Die positive Richtung wieder ist einmal 7. Einmal minus 9 und 0 und dann die negative Richtung 0, minus 12 und minus minus 14. Zusammengefasst ergibt das 0. So, und jetzt können wir die Lösung herausfinden. Also x1 zur Erinnerung war Determinante von a1 durch Determinante von a. Das wird in diesem Fall eine sehr schöne Zahl. 42 durch 42 ergibt natürlich 1. Genauso gut sieht es auch bei den zweiten aus. x2 ist Determinante von a2 durch Determinante von a und sind dann minus 42 geteilt durch 42, also entsprechend minus 1. Und die letzte Lösung ist die dritte Determinante, die wir hatten, geteilt durch die Determinante der Matrix. 0 geteilt durch 42 sind selbstverständlich 0. Also, ihr kennt einen Mordsaufwand, das Ganze auszurechnen.
Ich konnte in dieses Tutorial relativ wenig Positives über dieses Verfahren sagen. Deshalb berechtigte Frage, wann macht die Cramer'sche Regel überhaupt Sinn? Man könnte es behaupten bei großen Matrizen, allerdings nur dann, wenn man jetzt nicht geübt ist oder keine Lust auf das Gauß-Verfahren hat. Und das auch nur unter der Voraussetzung, dass bei den jeweiligen Teilaufgaben davor schon irgendwie die Determinanten ausgerechnet werden, sonst ist es wieder verbunden mit dem Mordsaufwand. Ein weiterer Nachteil wäre, dass es nur dann anwendbar ist, wenn die linearen Gleichsysteme eindeutig lösbar sind. Naja, das ist ja nicht oft der Fall. Kurz gesagt, wann macht die Cramer'sche Regel wirklich Sinn? Wenn ihr natürlich gezwungen seid. Und deshalb würde ich empfehlen, wenn das nicht der Fall ist, einfach das Gauß-Verfahren vorzuziehen.